Herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zu einer neuen Folge X-Plane 11. Wir starten hier heute mit unserer Beechcraft Baron, ich glaube 58 war das Ganze, hier heute in Stuttgart und wir fliegen nach Baden-Baden. So unser Flugkurs. So, normalerweise sollte der ganze Flug so um die 25 Minuten dauern. Und so wie ich es in der ersten Folge ja schon erwähnt hatte, werden wir das Ganze so ein bisschen cutten. Ich werde nicht den kompletten Flug hier natürlich aufzeichnen. Also wenn ihr den kompletten Flug sehen wollt, dann müsst ihr das Ganze auf Twitch gucken. Da habt ihr ein paar Wochen Zeit zu. Und sonst habt ihr hier halt dementsprechend die geschnittene Version. Und ja, von daher würde ich mal sagen, wir quatschen gar nicht so lange. Wir steigen ein, bereiten alles vor, werden heute mit ATC fliegen und ja, hoffen natürlich, dass die ILS-Landung funktioniert. Ja, naja, mal schauen. So, von daher reingesetzt hier und Maschine gestartet. Als erstes natürlich erstmal die Batterie hochfahren. Und wir holen schon mal ein bisschen Benzin. So, können hier schon mal so ein bisschen justieren. Hauen schon mal, nein, die Lichter hier rein, die wir hier brauchen. Taxi, die Landing Lights. So muss das sein. Und ja, könnt schon mal natürlich hier das Ganze hier einschalten. Denn wie gesagt, wir fliegen ja heute mit ATC. Ich glaube, das reicht schon an Benzin, mehr brauchen wir nicht. Das sollte dementsprechend schon fertig sein. So, das schaut alles ganz gut aus. Lichter sind an. Wir haben hier unten unser Autopilot. Wir sehen hier noch, die Türen sind offen. LT alt und RT alt. Und ja, deswegen Türen schließen. Wir switchen nach hinten. Das ist sie. Das ist unsere Beechcraft. Ja, statt in der ersten Folge mit der Cessna, wo nur 4 Leute reinpassen, sind wir jetzt schon mit 6 Leuten unterwegs. Und ja. Dann. Nein, 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 nein. Du sollst wieder hoch. Dankeschön. Ich wollte eigentlich nur die Taste W drücken. Holen wir mal unser ATC. Und holen uns jetzt erstmal unseren Flightplan. So, als erstes müssen wir hier natürlich die Beechcraft eintippen. Die Beechcraft und wir sind mit der Baron 58 unterwegs. Genau. Wir fliegen vom EDDS ab. Das werden wir mal jetzt hier dementsprechend nochmal löschen. Menü. Und das löschen wir hier. Delete Flightplan. Yes. Wir starten von EDDS. Und wir fliegen nach so und wir fliegen nach E. So, nee, wir brauchen das E. Man kaufe einmal das E bitte. Oh, komm schon. E D. Ich glaube SB war das jetzt. S B. Karlsruhe, Baden, Baden. Das ist unser Flugkurs. Bestätigen das Ganze. Akzeptieren das Ganze. Er hat das Ganze eingetragen. EDDS. EDSB. Wundervoll. Und damit können wir den Flugplan schließen. Er hat das jetzt hier. Sollte zumindest drin haben. Also, was haben wir hier? EDSB war das jetzt, ne? So, ich gucke nochmal ganz schnell nach. EDSB passt. So. Und wir haben heute eine Flughöhe von 6000 Fuß. So. 58 Baron 5 X-Ray Sierra Stuttgart Altimeter 2992. So, er will jetzt, dass wir den Altimeter überprüfen. Der steht auf 292, das stimmt, das können wir bestätigen. Stuttgart Altimeter 2992 58 Baron 5 X-Ray Sierra. So. Dann fragen wir. 5 X-Ray, Sierra, cleared IFR2, Karlsruhe, Baden-Baden, as filed, maintained. Der ISR, da haben wir jetzt hier. 470. Brauchen wir die 24702. Haben wir. Cleared bestätigt. IFR2, Karlsruhe, Baden-Baden, as filed, maintained. 6000, Squawk, 470258 Baron, 5 X-Ray, Sierra. So, jetzt fahren wir nach Request Taxi. 58 Baron, 5 X-Ray, Sierra, Runway. Und 7, jetzt können wir schon die Maschine Oscar, starten. November, India, Kilo, hold short of runway, 7. Runway, 7, taxi via Oscar, November, India, Kilo, hold short of runway, 7, 58 Baron, 5 X-Ray, Sierra. So, und dann können wir schon uns ab auf November, die Piste November, machen. Contact tower on, 1, 1. 8.80.
Contact Tower on 118.804 November. Eine größere Maschine. Hier wird jetzt abgefertigt. Eine United. Contact Tower on 118.80. 58 Baron 5 X-ray Sierra. 4 November, November, fly heading 070, runway 7, you're cleared for takeoff. Tower 58 Baron 5 X-ray Sierra. Ready for takeoff. Fly heading 07, runway 74, November, November. There. Der wollte jetzt nicht wieder zu uns zurück, oder? Oh nein, nein, tu doch nicht sowas. Warum machst du sowas? Oder nee, okay. Scheint nur zu drehen. Warum auch immer er sich jetzt drehen musste. Oh ja, läuft. Sitze ich auch gerne drin, ne? Kaffee vergessen, wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. So, dinglich reicht auch, ja, nur so ein bisschen, ne? Four, November, November, contact center on 135.95. Contact center on 135.95. Four, November, November. 58 Baron 5 X-ray Sierra, fly heading 070, runway 7, you're cleared for takeoff. Fly heading 070, runway 7, 58 Baron 5 X-ray Sierra. So, wir haben Takeoff. So. 58 Baron 5 X-ray Sierra, contact center on 135.95. Contact center on 135.95. 58 Baron 5 X-ray Sierra. Center 58 Baron 5 X-ray Sierra. 58 Baron 5 X-ray Sierra, Stuttgart altimeter 2992. Stuttgart, altimeter 2992, 58 Baron, 5 X-ray Sierra. So, ein bisschen Steigung zu hoch. So, Autopilot an und Heading, bitte, danke. So.
So, abgehoben. Alles eingefahren. Wir können die Landing Lights ausmachen. S-76, 6, X-ray, Papa, fly heading 070, report the field in sight. Fly heading 070, report the field in sight. S-76, 6, X-ray, Papa. Center, S-76, 6, X-ray, Papa. S-76, 6, X-ray, Papa, clear visual approach, runway 7, contact tower on 118.80. Clear visual approach, runway 7, contact tower on 118.80, S-76, 6, X-ray, pop. Jetzt geht er erstmal leider wieder ordentlich runter. 58 Baron, 5, X-ray, Sierra, fly heading 300. Ost auf 30. 58 Baron, 5, X-ray, Sierra, fly heading 270. Fly heading 270, 58 Baron, 5, X-ray, Sierra. 58 Baron, 5, X-ray, Sierra, climb and maintain 6,000. So, dann sind wir jetzt 27. 30. 29. 58 Baron, 5, X-ray, Sierra, resume on navigation. Resume on navigation. Resume on navigation, 58 Baron, 5, X-ray, Sierra. So, dann wollen wir unsere eigene Navigation benutzen. So, somit sind wir zumindest schon mal in der Luft. Haben soweit alles. Resume own Navigation, meistens aber dann so ein Punkt. Jetzt übernimmt das Navigationssystem. Und wir können uns jetzt erstmal so über den Wolken mal so ein bisschen ausruhen hier. Ja, passt. Blendet immer noch so ein bisschen aus, muss immer noch ein bisschen fein justieren hier und alles sowas. Aber so weit, so gut. So einfach stürzt sie es nicht mehr ab hier.
So, was ist denn jetzt hier los, Alter? Juliet Romeo Stuttgart altimeter 2992 Stuttgart altimeter 29922 Juliet Romeo. Ja, so läuft das, Leute. So sieht's also aus, wenn es immer ruhig ist. So, hier sehen wir auch nochmal den Code, ne? EDDS nach EDSB. 2, Juliet, ja, Romeo. Ein paar offene. Fly heading 130. Fly heading 1302, Juliet, Romeo. Ein paar offene Wolkenlücken, dass man mal so durchlinsen könnte, wie es dann da so aussieht. So, ist schön, wenn man jetzt gerade aus dem Spiel rausgeschmissen wird. Großartig. Schaut mal, es sieht schon hübsch aus. Also, es sieht schon wirklich sehr hübsch aus, alles. Was wir jetzt schon mal machen können, während des Fluges, wir sehen, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Hier ist er, EDSB. Wir werden das Ganze heute mit dem IRS anfliegen. Das sehen wir hier dran an der Linie, dass wir hier eine IRS-Landebahn haben. Das bedeutet, ja, habe ich ja in der letzten Folge schon erklärt, dass das Ganze halt selbst übernommen werden soll vom Flugzeug, vom Flughafen. Hat in der letzten Folge leider nicht funktioniert, in der ersten. Wir sehen schon, das ist auch eingestellt, das steht auch im oberen Bereich, 10995. Und das werden wir jetzt demnächst dann halt auch aktivieren und werden dann sagen Approach, sodass er dann weiß, okay, wir versuchen es nochmal mit einer IDS-Landung. Mal schauen, vielleicht funktioniert es ja. Lassen wir uns da also ein bisschen überraschen. Das ist immer so ein bisschen Überraschungseffekt. So. So, wir sollen auch nach dem Heading 26 jetzt fliegen. Also können wir das hier Ganze auch schon mal einstellen. 26. Das ist mal auf 5000 Fuß wieder runter. Romeo, climb and maintain. Flight level 350. Climb and maintain. Flight level 350. 2 Juliet Romeo. So, wenn ich sagen alt, das sollst du halten bitte. Und wir sagen jetzt, du sollst jetzt nach dem Heading fliegen. So, wie wir gerade die Anweisung bekommen haben.
Und jetzt eiern wir noch ein bisschen rum, damit wir die 5000 Fuß hier bekommen. Das ist aber auch gerade wieder sehr schwer hier. So, mal gucken. 5000 haben wir. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen langsamer werden, damit er sich wieder einpegeln kann. Und den können wir jetzt wieder ein bisschen Schub geben. Vielleicht nicht ganz so viel. So, wir können jetzt eigentlich schon sagen, bitte aktiviere mir jetzt diesen Code und fliege bitte nach diesem Code. Approach. So. 9 Hotel Quebec. 9 Hotel Quebec. Stuttgart Altimeter 2992. So, sonst ist jetzt aktuell nichts, was wir jetzt hier tun müssten, außer jetzt ein wenig abwarten. 9 Hotel Quebec, fly heading 130. Flight heading 1309, Hotel Quebec. Sure. Das ist es, Leute. Das ist es. Und das macht mir zurzeit mega viel Spaß. Also jede freie Minute, die ich hier so mal übrigen kann, sitze ich eigentlich hier aktuell an X-Plane 11. Weil mir das halt doch eigentlich doch relativ Spaß macht. Es vergeht auch die Zeit unglaublich schnell. Es ist natürlich auch ärgerlich, weil manche Sachen manchmal immer nicht so funktionieren, wie es soll. Aber das ist ja bei OMSI oder bei Lotus ja genau das Gleiche. Ja, da haben wir ja natürlich auch immer diese schönen Sachen, dass man da irgendwas macht und dann funktioniert es halt nicht. Das kann man halt immer ja, nicht einschätzen, wie, weshalb und das hast du nicht gesehen. Wir werden schon mal ein bisschen langsamer. 2 Quebec, Juliet, climb and maintain, flight level 360. Climb and maintain, flight level 360. 2 Quebec, Juliet. So, obwohl wir könnten hier eigentlich diese Höhe jetzt halten. Halte die Höhe. Über unter 5000, das ist schön. Geben wir nochmal ein bisschen Speed. Allerdings nicht mehr allzu viel, weil wir haben ja schon unseren Flughafen in Sicht auf dem Navi. Also wäre es natürlich praktisch. Da ist nicht mehr ganz so schnell rangehen. To Quebec, Juliet, fly heading 290. Ja, viele weiße Wolken. Ne? Das ist schöner Sicht. Aber ich muss ja sagen, ich finde das immer noch besser, als wie wenn du so einen total klaren Himmel hast. Hast du in der Regel nicht. Du hast eigentlich in der Regel überall mal irgendwo Wolken. Wenn du da vielleicht da in Afrika fliegst oder sowas. Ja, aber als uns hier, wenn du innerhalb Deutschlands bist, ist so eigentlich nie so ein riesen wolkenloses Loch, weißt du, wo du einfach den strahlenblauen Himmel hast. To India, line up, climb and maintain, flight level 360. Climb and maintain, flight level 360. So, ich hoffe, es ist soweit alles eingestellt, weil wir hatten in der ersten Folge ja schon ja, ein paar Probleme mit der ISS-Landung. Ja, das ist natürlich sehr schön. Hoffen wir mal, dass es heute funktioniert. To India, line up, fly heading 340. Fly heading 340 to India, Lima. To Juliet, Romeo, climb and maintain, flight level 350. Climb and maintain, flight level 350 to Juliet, Romeo.
2, India, Lima, fly heading 030. Fly heading 0302, India, Lima. Aber man muss ja sagen, wie grün Deutschland ist, wa? Glaubt man gar nicht. Naja. So, da hinten muss er irgendwo sein. Irgendwo versteckt hier zwischen den Häuserschluchten hier. 2, India, Lima, fly heading 030. Line heading 030. Na, wir hier anzoomen können eigentlich, das ist ja Wahnsinn. Gut. Normalerweise müsste der nämlich automatisch ausgehen, wenn er uns nämlich anzieht. Ja, sind wir jetzt gespannt. Biren 5, X-Ray, Sierra, fly heading 210, descend and maintain 2000. So, das bestätigen wir. Fly heading 210, descend and maintain 2000, 58 Baron, 5, X-Ray, Sierra. Mann, Mann, Mann. Ja, war mein Internet wahrscheinlich schon wieder kaputt. So ist das. 58 Baron, 5, X-Ray, Sierra, descend and maintain, 2000. Descend and maintain, 2000, 58 Baron, 5, X-Ray, Sierra. Buren, 5, X-Ray, Sierra, descend and maintain, 2000. 2, India, Lima, fly heading 340. Fly heading 340, 2, India, Lima. Descend and maintain, 2000, 58 Baron, 5, X-Ray, Sierra. X-Ray, also er steuert echt Flyhead gegen, also ich kann krieg die Maschine Vector gar nicht runter. Runway 3, descend and maintain 2000. Nö. Kann hier gar nichts machen. Jetzt scheint er zu sinken. Fly heading 120, vectors for the visual, runway 3, descend and maintain 2000. 58 Baron, 5, X-Ray, Sierra. Center, S-76, 6, X-Ray, Papa. S-76, 6, X-Ray, Papa, Karlsruhe, Baden-Baden, altimeter, 2, 9, 9, 2.
Karlsruhe Baden-Baden, altimeter 2992 S76 6 X-ray pop. So, ich denke mal, uns wird das Gerät jetzt gefasst haben. Jetzt müsste nur noch die Kurve kommen. Und dann müssen wir im direkten Landeanflug sein. Flight level 360. Climb and maintain. Flight level 3602 Juliet Romeo. Guck mal, unser Schub noch ein bisschen schneller. Nur minimal schneller. 2 Juliet Romeo. Fly heading 260. Fly heading 2602 Juliet Romeo. Bitte noch weiter sinken, danke. 5 X-ray, Sierra, descend and maintain. 2000. Muss ich dich wieder rausnehmen. Wenn du das nicht schaffst hier. S76, 6 X-ray, pop up, fly heading 120. Fly heading 120, S76, 6, X-ray, pop. Descend and maintain, 2058 Baron, 5, X-ray, Sierra. 2, Juliet, Romeo, climb and maintain, flight level 350. Climb and maintain, flight level 350, 2, Juliet, Romeo. S76, 6, X-ray, Papa, fly heading 150. Fly heading 150 S76 6 X-ray pop. S76 6 X-ray Papa. Resume on navigation. Resume on navigation. S76 6 X-ray pop. So, schaut gut aus. 3, Quebec, Tango, climb and maintain. Flight level 360. Climb and maintain. Flight level 360. Taxi kann man auch schon anmachen. Landen in Karlsruhe. Baden-Baden. Wundervoll. Ja, ich lasse die Folge jetzt doch komplett zusammen. Meine 34 Minuten oder was sind es jetzt? 40 Minuten vielleicht. Geht noch in Ordnung. Climb and maintain 2058 Baron 5 X-ray Sierra. Jetzt sollen wir bei 2000 Fuß bleiben. Aber dadurch, dass er das ja selbst gemacht. X-ray, Sierra, climb and maintain, 2000. Er sagt 2000 sollen wir erreichen, aber wir sind hier im Landeanflug, haben wir zwei weiße, zwei rote. Also, wir sind optimal. Was ist denn jetzt? Eieieieiei. X-ray, Sierra, climb and maintain, 2000. Climb and maintain, 2000. Problem ist, es kann ich hier leider abschalten. Sierra. Weil sich das Ding jetzt so ziemlich aufgehangen hat. Fly heading, 250. Ist mir egal. 250, 3, Quebec, Tango.
3, Quebec, Tango, fly heading 180. Fly heading 180, 3, Quebec, Tango. Zero, X-ray, Bravo, fly heading 150. Fly heading 1500, X-ray, Bravo. So, wir sind gelandet. Two, Juliet, Romeo, climb and maintain, flight level 350. Climb and maintain, flight level 350, two, Juliet, Romeo. Zero, X-ray, Bravo, climb and maintain, flight level 350. Climb and maintain, flight level 350, X-ray, Bravo. Zero, X-ray, Bravo, fly heading 100. Fly heading 1000, X-ray, Bravo. So. Findest du? Ich fand eigentlich jetzt nicht. Wirkt jetzt wahrscheinlich nur so. Wir sehen uns das ja gleich nochmal in der Wiederholung an. Ich werde das versuchen immer zu machen, dass wir halt in dem Video halt den Start und die Landebahn als Second Screen immer noch mit einbauen. Ja, warum das jetzt mit dem Navi wieder nicht funktioniert hat, die Kommunikation scheinbar hier mit dem IRS und dem Navigator war jetzt irgendwie, wäre ich jetzt nämlich hier gelandet und hätte da uns jetzt böse Texte zugesprochen. Aber dadurch, dass ich halt mit über den IRS das Ganze gemacht habe, ich weiß nicht, also das ist doch, das IRS ist für mich noch ein bisschen so ein System, da werde ich noch nicht wirklich warm mit. Aber gut, dafür, dass man das Ganze jetzt hier so innerhalb von, ja, weiß ich, 30 Stunden oder sowas, denke mal, geht das komplett in Ordnung. Dass ich mich ja in manchen Sachen auch noch ein bisschen immer reinfummeln muss. Ich denke mal, da verzeiht man es mir denn. Wir werden uns ja zu den Hallen stellen hier. Und wir haben einen weiteren Flug und mit IRS. Es ist immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ich werde, wie gesagt, halt mit dem IRS und alles was, werde ich persönlich nicht warm. Ja. To Juliet, Romeo. Ich glaube, da muss ich mich erstmal so ein bisschen noch so reinfummeln. Das Ganze funktioniert. So, aber wie gesagt, wir sind heile hier unten am Boden angekommen. Und von daher bedanke ich mich natürlich, dass ihr dabei wart bei der Folge. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Wunschflughäfen habt oder sowas, von wo wir starten sollen, dann schreibt es einfach in die Kommentare, dann werden wir da losfliegen und dann suche ich mir mal einen Punkt, wo wir hinfliegen können. Und dann lassen wir uns überraschen, wo uns die Winde hintragen. Damit verabschiede ich mich, bedanke mich, sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.